Ein wundervoller, aufgeräumter Haushalt. Boah, hab ich mich in Katzenpisse reingesetzt. Boah. Richtig leckere Rezepte, wie zum Beispiel Pommes vom Boden. Und freundliche, nicht oberflächliche Unterhaltung. Doreen, echt weiter sowas, dann gehst du noch weiter in die Breite. Mach's weg. All das und noch viel mehr gibt's jetzt wieder in einer neuen Frauentauschfolge, die ich natürlich für dich kommentiere, parodiere und analysiere. Oh, und wenn du übrigens noch nicht meinen Kanal abonniert haben solltest, dann ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt dafür, denn dann bin ich wenigstens mal ein kleines bisschen glücklich. Auch in dieser Frauentauschfolge werden natürlich erst einmal die Mütter vorgestellt und die erste strahlt schon wieder maximale Lebensfreude aus. Doreen, 22 und Hausfrau, versucht sich seit 3 Jahren redlich als Traumpartnerin. Ja, und eine Traumpartnerin, das hat ihr Mann auf jeden Fall auch verdient. Er strahlt nämlich die maximale Erotik aus. Lover Marcel, 32 und seit 8 Jahren arbeitssuchend. Ach ja, das ist doch gleich so eine Familie, die muss man einfach nur lieb haben. RTL 2 fasst das auch schon mal gut zusammen. Zusammenhalt. Ist in Güstrow ein Fremdwort. Als erste Amtshandlung dieser Folge wird uns dann erst einmal Doreen ihre Wohnung zeigen. Und wenn man für Motivation einkaufen gehen könnte, Doreen würde definitiv verhungern. Hallo, willkommen in unserer kleinen Vierzimmerwohnung. Naja gut, und ob die Wohnung klein ist, ich finde, darüber kann man schon irgendwie streiten. Dafür ist sie aber definitiv schon mal wirklich ziemlich schaurig eingerichtet. Das ist unser Wohnzimmer. Im Wohnzimmer gibt es dann aber nicht nur Billardtischböden und relativ seltsame Objekte, die einfach so rumstehen. Nein, da ist auch das digitale Zentrum dieser Familie. Das hier ist Marcells Lieblingsecke, wo er mit anderen Frauen chattet. Tolles Hobby. Und ähnlich schön sieht es dann auch übrigens noch in der Küche aus. Wartet mal, wann wurde die das letzte Mal sauber gemacht? Ah, hier steht's. 1612. Und zum Stundenschmieren reicht's eigentlich. Das ist aber bei Weitem noch nicht der abstoßendste Raum in dieser Wohnung. Das ist nämlich das Zimmer, wo normalerweise das Liebesspiel stattfindet. Hier aber glücklicherweise nur noch was ganz anderes. Das ist unser Schlafzimmer, hier läuft nicht mehr viel, höchstens mal der Fernseher. Der für mich persönlich spannendste Raum ist dann aber tatsächlich noch ein anderer. Und das nicht nur, weil er ein bisschen kleiner ist als eine durchschnittliche 80-Cent-Briefmarke, sondern auch, weil er so absurd schlecht gestrichen ist. So, das ist das Bad. Hier ist eine Waschmaschine drin und er ist klein, aber es führt auch seinen Zweck. Ja, und falls du es jetzt auf die Schnelle nicht gesehen haben solltest, zeige ich dir jetzt sicherheitshalber nochmal die schönsten Ecken dieses Bades. Und hier kommt auch schon die erste Triggerwarnung für heute. Solltest du in den letzten 6 Jahren schon mal geatmet haben, dann hör lieber in nächster Zeit erstmal wieder damit auf. Oh, einfach nur wunderschön. Aber Doreen, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt deine Wohnung nur mit 2 Begriffen zusammenfassen würdest? Welche wären denn das? Sauber und ordentlich. Alles klar, und dann gucken wir uns doch mal einen wunderschönen Standardtag bei Doreen und Marcel an, der natürlich wie bei fleißigen Menschen üblich sehr früh am Morgen startet. Boah, 10:45. Mit auf. Ach Marcel, aber wie wäre es denn, wenn du jetzt aufstehst und vielleicht sogar ein kleines bisschen im Haushalt hilfst, damit es dann auch weiter so sauber und ordentlich bleibt? Nur gleich am frühen Morgen so ein Stress, muss ich mir nicht antun. Mhm. Und da muss man sagen, da hat Marcel auch gleich was mit Doreen gemein. Denn nachdem die den Haushalt gemacht hat, was eigentlich nur daraus bestand, dass sie mal aufs Klo gegangen ist, reicht's dann auch erstmal wieder. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Naja, aber eigentlich würde sich Doreen schon mal wünschen, dass Marcel ihr wenigstens ein bisschen hilft, weil dann wird es vielleicht auch mal ein bisschen besser aussehen. Der hat aber die beste Ausrede aller Zeiten. Oh Mann, ich möchte ihn jetzt schon verprügeln. Ich mach das sowieso alles verkehrt. Ja. Außerdem hast du die doppelte Arbeit nachher. Immerhin, das muss man Doreen aber lassen. Sie ist definitiv eine sehr straighte und durchsetzungsstarke Person. Und einmal, auch wenn es schon lange her ist, hat sie tatsächlich mal was im Haushalt gemacht. Kam halt nur leider nicht so gut an. Da hat er aber nicht gegessen, weil ich die Spinatsoße total versalzen hatte. Seitdem eigentlich koche ich nicht mehr. Okay, ich glaube, ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Und wir gucken uns lieber schon mal die Tauschfamilie an. Das sind übrigens große Fans des Wilden Westens. Also dieser rechtlosen Epoche, in der relativ viele Leute erschossen wurden und die
angeblich nicht halb so schön war, wie sie immer in den Filmen dargestellt wird. Familiensquirm Maggie, 52, ist liebendes und aufopferndes Oberhaupt der Sippe. Sie lebt aber natürlich nicht alleine, sondern hat auch einen Mann und der trägt den wundervollen Namen Willi. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich muss dabei immer an diese eine Sache denken. Seit 19 Jahren teilen beide ohne Trauschein überglücklich ihre Ranch. Naja, und was soll ich sagen, bei Maggie zu Hause, da herrscht definitiv ein ganz klares Regiment. Gerüchten zufolge fängt sie demnächst bei der NATO als Generalin an und wird dann alle Soldaten Schatz nennen. Hallo Schatz, Schatz, räum mal bitte die Getränke ein. Alles klar Schatz, wird gemacht. Okay. Und während das erledigt wird, wirbelt Maggie dann durch den Haushalt. Sie war übrigens auch das erste menschliche Teilchen, das die Lichtgeschwindigkeit erreicht hat. Was Maggie aber mit Abstand am besten kann, das ist definitiv kochen. Da kommt dann auch gerne mal Willi rein und sieht ein bisschen aus wie eine hungrige Hyäne. Hallo. Auch Maggie stellt uns dann natürlich gleich mal ihre Wohnung vor und hat sich dazu extra wie eine billige Wildwestdirne angezogen. Das ist mein oder unser Wohnzimmer, aber das brauchen wir selten. Naja klar, denn wer geht schon ins Wohnzimmer, wenn er eine eigene Westernbar zu Hause hat? Und das finde ich ja gleichzeitig irgendwie cool. Fragt mich aber auch ein bisschen, warum da eigentlich so viel Karnevalsdeko ist. Country- und Westernfreaks treffen sich hier zu Live-Events mit Live-Musik. Schön, dann gucken wir doch lieber mal wieder zu Doreen und Marcel, der ja übrigens, das hat man vorhin schon gesehen, ein großes Hobby im Leben hat, nämlich Fremdgehen. Papa Marcel widmet sich der Kontaktaufnahme mit fremden Frauen im Internet. Krass, und die Frauen heißen dann übrigens Bieb Sahne, Bunny for Life oder Tatzi Katzi. Und Marcel geht übrigens fremd, während seine Frau nur ungefähr 3 Mausklicks um 7 cm von ihm entfernt ist. Mann, jedes Mal, wenn wir hier zu Besuch kommen, bist du nur da und er ist nur am PC. Und deswegen wollen die beiden älteren Damen, die glaube ich übrigens die Mütter von Doreen und Marcel sind, auch, dass Marcel jetzt bitte auch mal mit zum Kaffeetisch kommt. Aber das ist ihm einfach zu weit. Schatz, kommst du bitte einen Kaffee? Nein, ich will jetzt keinen Kaffee. Du, Marcel, jetzt aber mal ganz ehrlich und nur unter uns Männern. Wäre es nicht irgendwie ein bisschen cooler, wenn du deiner Freundin mehr Aufmerksamkeit schenken würdest? Ich brauche mal einen Freiraum. Ich will ein bisschen Spaß haben, ein bisschen rumchatten. Ist doch nichts dabei, ich gehe doch nicht fremd. Nee, das stimmt. Also fremdgehen, das muss man sagen, würde Marcel nie, bis auf dieses eine Mal vielleicht. Aber das ist ja mindestens schon 2 Monate her. Ich bin so eifersüchtig, weil er mir schon mal fremdgegangen ist. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich dann wirklich nicht verstehe, gibt die Familie allerdings trotzdem Doreen Schuld an dem Ganzen? Also zumindest Marcels Mama ist sich da auf jeden Fall sicher. Für mich ist es schon krankhafte Eifersucht, die Doreen hat. Und Marcel ist auch mehr und mehr genervt von Doreen. Warum lässt sie ihn denn jetzt bitte nicht einfach mal in Ruhe fremdgehen? Ich mach da nur fertig, die Alte, ey. So bloß gehen. Tja, und Marcel hat deswegen sogar schon überlegt, Konsequenzen zu ziehen. Und die Aussage merken wir uns mal, die wird am Ende der Folge nämlich nochmal wichtig. Ich habe auch echt überlegt, schon ein paar Mal, ob wir uns nicht wirklich trennen sollten. Bei Maggie und Willi kommt sowas wie eine Trennung überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, die genießen gerade eine Zusammenkunft ihres Country Clubs. Die Atmosphäre ist hier also sehr, so wie auch in den USA, ne? Tja, stimmt, das ist bei den beiden und in ihrer Bar wirklich genau wie in den USA. Zum Beispiel sind da relativ viele schlecht verkleidete Deutsche, die die ganze Zeit Alkohol trinken. Willi, kriege ich auch was zu trinken? Nicht strenge, kommt jeder dran. Naja, und was assoziiert man auch sonst noch mit den USA als erstes? Richtig extrem bizarr tanzen natürlich. Ach so, und wie in so einem Club jetzt nicht besonders überraschend, darf natürlich auch Line Dancing nicht fehlen. Mit ziemlich wenig Takt und dem einen oder anderen Stuhlunfall. Marcel berichtet übrigens in der Zwischenzeit in der anderen Tauschfamilie von seiner innigen Beziehung zu seiner Tochter. Die beiden machen nämlich ganz doll viel zusammen. Wir setzen uns abends hin, spielen ein bisschen, lese Geschichten vor. Oh toll, spielen und Geschichten vorlesen, das klingt ja ausnahmsweise jetzt wirklich mal gar nicht so schlecht. Und guck mal, die liebe Kleine will jetzt auch gerade was spielen. Papa, willst du mit mir Karte spielen? Nee, ist schon spät. Naja gut, aber wenn es schon spät ist, dann ist es jetzt natürlich eine gute Gelegenheit für den Traumpapa, seine Kleine zum Bett zu bringen und ihr eine wundervolle Geschichte vorzulesen. Oder halt auch einfach nicht. Lass uns ein bisschen Fernsehen gucken, ja? Ja. Du, Marcel, deine Kleine hat sich doch aber eigentlich was ganz anderes gewünscht und es wäre doch jetzt auch schön, wenn du ihren Wunsch erfüllen würdest, wie sie dir selbst jetzt auch nochmal herzzerreißend sagen wird. Und Geschichte? Nein. Puh.
Puh, das war jetzt ganz schön traurig. Dann gucken wir lieber in der Zwischenzeit lieber wieder zu Maggie. Und die kümmert sich um ihre Enkelin wirklich ganz, ganz lieb. Auch wenn die sich vielleicht ganz zufällig dabei schwer verletzt. Komm hier, jetzt gehen wir hier spielen. Nee. Hupsala. Du, Maggie, du solltest vielleicht lieber ein bisschen aufpassen, weil auch Ausrutschen im Schnee kann ja durchaus für so ein kleines Kind gefährlich werden. Also halt sie jetzt lieber ganz doll fest. Pass mal auf hier, was die Oma jetzt mit dem Opa macht. Du, guck mal, hier, Opa, das... Ja, und die Kleine würde bestimmt richtig gerne gucken, was Maggie da mit dem Opa macht, wenn sie nicht am Anfang der Szene schon wieder einfach nur umgefallen wäre. Aber ansonsten, das merkt man, ist da wirklich ein riesengroßer Spaß mit der ganzen Familie. Maggies erwachsener Sohn stopft ihr zum Beispiel ganz viel Weißes in den Mund. Das klingt irgendwie auch falsch. Dann werden in den beiden Familien auch schon die Tauschbotschaften aufgehängt und das war diesmal eigentlich ziemlich langweilig. Wobei diese eine Nachricht fand ich doch ganz interessant. Boah, um 6 Uhr morgens schon auf Wacken zum Festival? Boah, weiß ich jetzt ja nicht unbedingt, ob das meins wäre. Aber egal, wir können uns jetzt ja erstmal die emotionale Verabschiedung von Doreen und ihrem Freund angucken. Und das meine ich sogar mal ohne Ironie. Schön. Und außerdem gibt es von Marcel dann auch gleich nochmal eine Kampfansage an die Tauschmutter. Puh, ich weiß jetzt schon, die Folge wird gut. Wenn das eine Zicke ist, dann wird sie hier nicht viel Freude haben. Das ist schon ein Versprechen. Auch Maggie verabschiedet sich in der Zwischenzeit von ihrer kleinen Großfamilie. Und dabei wird mehr geküsst als in dem durchschnittlichen Swingerclub. Doreen ist dann jedoch die Erste, die bei ihrer Tauschfamilie und auch insbesondere bei der Country Bar ankommt, die sie natürlich auch sofort identifiziert. Aber es scheint hier irgendwie ein Biergarten oder so zu sein. Nee, ein Biergarten ist das jetzt nicht, auch wenn es kein schlechter Tipp ist, aber du siehst da hinten eine Fahne und die bringt dich vielleicht auf die richtige Spur, zumindest wenn du sie erkennst. Deutsche Fahne, das eine. Ja, fast richtig. Aber guck mal, daneben ist ja noch eine Fahne und da steht immerhin sogar drauf, was es ist. Also da kannst du ja gar nicht mehr falsch liegen. Oder? Eine andere Fahne. So eine Bierfahne, glaube ich. Okay, danach geht Doreen auf jeden Fall raus und findet dann auch gleich mal ihre Aufgaben als Tauschmutter vor. Hier zum Beispiel soll sie ganz viel Bügelwäsche erledigen. Ich kann überhaupt nicht bügeln. Ach, ist aber nicht ganz so schlimm, denn du hast noch eine viel wichtigere Aufgabe, weil da ja doch ein paar Personen mehr wohnen. Das wirst du doch aber bestimmen können, Doreen, oder? Ich kann nicht kochen. Großartig. Auch Maggie ist in der Zwischenzeit angekommen und guckt sich die wundervolle Wohnung von Doreen ganz genau an und entdeckt auch gleich den größten Fettfleck in der Geschichte. Und nein, ich meine ausnahmsweise mal nicht den Drachenlord. Oh nee, also da koche ich nicht mit. Ach Maggie, jetzt sei doch nicht so und guck dir doch mal die anderen tollen Räume an. Da zum Beispiel das Schlafzimmer mit diesen speckigen Flecken, von denen ich wirklich nicht wissen möchte, was sie eigentlich darstellen. Ist mir alles ein bisschen auf den Magen jetzt geschlagen, bin ich ganz ehrlich. Man merkt auf jeden Fall, dass Maggie mehr als begeistert ist und ihre Lust auf den Frauentausch wird immer größer. Und schön übrigens, dass ihr Oberteil so gut mit der Wandfarbe in der Küche matcht. Und die Entfernung nicht so weit wäre, würde ich mich heute Abend noch in Zug setzen und eigentlich nach Hause fahren. Doreen ist währenddessen schon ganz aufgeregt, denn gleich soll die Tauschfamilie kommen und was die angeht, stellt sie sich schon einige Fragen. Ist natürlich auch so das Erste, was mir in den Sinn gekommen wäre. Die Kinder auch so angezogen sind, so wilden Westen und so, ja. Dann ist es aber auch schon soweit und man merkt gleich, Doreen kommt richtig gut an. Immer schön, wenn man sich gleich so sympathisch ist. Das ist Himmel und Hölle. Sonst hatte ich den Himmel hier, jetzt habe ich die Hölle hier. Und das dauert dann irgendwie ungefähr 3 Stunden oder so. Dann kommt aber der Bereich, den sie gut beherrscht, der ist wesentlich kürzer. Es gibt was ich kann sehen. Können wir das gleich mal testen? Naja, und können ist ja immer relativ, aber Doreen darf dann tatsächlich anfangen zu singen. Und ganz ehrlich, jeder, der es jetzt schon schafft, das Lied zu erraten, kriegt von mir ein noch unausgepacktes, allerdings leider schon abgelaufenes Brillenputztuch. Wundervoll. Und falls du es jetzt doch noch nicht erkannt haben solltest, das war natürlich ein Lied von unserem absoluten Lieblings-Superstar, Michael Penis-Selfie Wendler. Ach, aber ganz ehrlich, so unfassbar schlecht fand ich das jetzt gar nicht gesungen und Willi und seine Familie sahen das genauso. Also ich fand den Gesang abscheulich. Mann, jetzt sei doch nicht so ein Banause und hör lieber mal deiner Tochter zu. Die ist wenigstens eine sehr höfliche Lügnerin. Gut gesungen. Dankeschön. Auch Maggie möchte sich währenddessen ins Wohnzimmer setzen und auf ihre Tauschfamilie warten. Allerdings ist das da gar nicht so ungefährlich. Oh, Scheiße. Nein, Maggie, jetzt sei aber nicht so unfair, weil das ist eindeutig keine Scheiße. Viel besser
Ist es aber leider auch nicht. Boah, hab ich mich in Katzenpisse reingesetzt. Boah. Aber dann hat Maggie Glück, denn sie darf endlich Sexbombe Marcel erblicken und ist auch gleich wirklich angemessen begeistert. Also, wie ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, nochmal, Margret, was ist hier los? Marcel hingegen hat interessanterweise wirklich einen völlig anderen Eindruck. Aber keine Angst, der wird sich auch noch ändern. Ja, scheint eine ganz nette zu sein. Und generell wirkt Marcel irgendwie plötzlich ganz verständnisvoll und geht wirklich auf die Vorwürfe von Maggie ein, die nochmal anprangern, dass die Wohnung halt einfach aussieht wie Sau. Unter Sauberkeit verstehe ich was anderes. Das ist richtig. Naja, aber obwohl er sagt, dass es richtig ist, zu fühlen scheint Marcel eigentlich was ganz anderes. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich seine Gefühle auch nicht wirklich einschätzen kann, weil gucken tut er immer exakt gleich. Es hätte auch nicht mehr viel gefehlt, dann wäre jetzt richtig gekracht hier. Ach Quatsch, und außerdem ist jetzt fast 17 Uhr, das heißt bei Frauentausch muss man jetzt schön ins Bettchen gehen und am nächsten Morgen dann auch erholt wieder aufwachen. Maggie hat geschlafen wie im Paradies. Kalt. Total beschissen habe ich geschlafen. Da hat es Doreen schon ein kleines bisschen besser. Aber das mag natürlich auch mit ihrem Lebensmotto zusammenhängen. Und das lautet: Ausschlafen statt anpacken. Irgendwann quält sich Doreen dann aber doch noch vor 9 aus dem Bett, was ja quasi schon sowas wie ein Verbrechen an der Menschlichkeit ist, und erklärt nochmal, warum sie mit Frühstücken sowieso nichts anfangen kann. Es ist gar kein Frühstück für uns. Wir essen dann, wann wir wollen halt. Was? Es werden morgens nicht schon irgendwelche toten Tiere in sich reingestopft? Willi ist mehr als entsetzt. Wieso? Das muss ja alles außer Rand und Band bei denen sein. Und außerdem beweist Willi dann nochmal, dass er zwar selbst auch nicht mehr arbeiten geht und sonst eigentlich auch nicht wirklich irgendwas macht, er aber immerhin gut rumkommandieren kann. So, Fräulein, guck mal auf die Uhr, hau mal was rein. Ja. Das ist noch nicht gesaugt, die Bügel Wäsche steht noch unten. Naja, aber ist gar nicht so einfach, denn Doreen würde wirklich gerne was im Haushalt machen, aber sie ist mit der hochmodernen Technologie in diesem Haushalt einfach total überfordert. Willi, Willi, kannst du mir mal bitte zeigen, welche Steckdose ich nehmen kann? Kaum 7 Minuten später hat sie allerdings ein sogenanntes Steckdose gefunden, aber dann gibt es schon wieder das nächste Problem und der arme Willi muss schon wieder kommen. Willi! Ihr seid aber alle dicken Hals da. Mann, Willi, jetzt sei doch mal nicht so, weil Doreen hat eine extrem wichtige Frage, die das Staubsaugen betrifft, während sie übrigens vor einer Ansammlung von wirklich hässlichen Bildern steht. Ich nur überall, wo Teppich saugen soll oder im Bad und in der Küche auch. Na siehst du, und nachdem Doreen das dann weiß, fängt sie auch sofort mit dem Saugen an, was sie allerdings in einer durchaus interessanten Position macht. Und auch ans Bügeleisen traut Doreen sich danach sofort dran. Sie ist halt einfach ein Naturtalent und hat eine interessante Weise zu prüfen, ob das Ding schon heiß ist. Das Gute ist dann bei Doreen auch noch, dass sie ja noch nie wirklich gebügelt hat, sich aber trotzdem als Naturtalent herausstellt. Denn sie hat so gut gemacht, dass sie es jetzt nie wieder tun muss. Das sehe ich jetzt schon. Das würde ich im Leben nicht anziehen. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Das macht Doreen dann wirklich traurig und sie fängt an zu weinen. Aber zum Glück ist ja Willi da und der tröstet sie dann, indem er sie berührt wie einen alten Ackergaul und ihr Vorwürfe macht. Guck mal auf die Uhr, wir haben 3 Uhr. Das hat meine Frau mittags. Vormittags um 11 Uhr fertig. Maggie möchte dann übrigens von Marcel an diesem Tag nochmal ganz deutlich hören, wie dreckig die Wohnung eigentlich wirklich ist. Und der benimmt sich irgendwie wirklich die ganze Zeit wie so ein folgsamer Sklave. Pass mal auf. Und, hältst du das sauber? Nee. Meinst du, das ist gut? Nein, absolut nicht. Naja, und dann muss Marcel jetzt natürlich in seinem Kopf irgendwie eine Technik entwickeln, warum er jetzt die Verantwortung dafür allerdings auf jemand anderen schieben kann. Zum Glück ist er darin wirklich Weltklasse. Ich bin sauer auf Doreen, weil das hätte sie schon längst machen können. Das wollte sie machen, bevor sie fährt. Und dann putzen er und Maggie tatsächlich gemeinsam und ziemlich schnell die Wohnung. Wobei es auch gleichzeitig ein bisschen so aussieht, als würden sie eine Lampe verprügeln. Ah, wie sagt man so schön bei uns? Viele Hände machen ein schnelles Ende, ne? Richtig. Ja. Und Marcel macht dann nochmal deutlich, dass das ja alles wirklich überhaupt nicht seine Schuld ist. Aber er wurde putzmäßig einfach sein Leben lang unterdrückt. Wenn ich dürfte, würde ich auch mit gerne mitputzen. Wie, wenn du darfst? Ich darf ja nicht. Doreen beweist währenddessen übrigens ihr nächstes absolutes Talent, nämlich Kochen. Oh mein Gott, diese arme Zwiebel, das ist für mich ein bisschen so, als wenn jemand meinen Bruder tötet. Also, das sieht mir so aus, als wenn du noch nie Zwiebel geschält hättest. Naja, Doreen hat beim Kochen einfach andere Talente. Zum Beispiel kann sie richtig gut Schweinerollbraten einmassieren. Ich frage mich, ob sie das mit Marcel genauso macht. Vorstellen möchte ich es mir aber nicht. Lecker. Sieht gut aus, oder? Mhm. Krass. Und da muss auch Maggies Sohn nochmal ganz deutlich sagen, dass Doreen wirklich einiges drauf hat. Ich mag den, ich find's schön, wie positiv er immer ist.
Ich schätze die Doreen alt, elendig faul ein. Also das ist schon die größte Stufe. Maggie kümmert sich bei Marcel dann gleich um das nächste große Problem, nämlich dessen Aussehen. Dabei ist der doch schon so schön. Vielleicht sollte es sich mal ein bisschen steilen. Rasieren. Nö, mal Sonntag. Hä? Maggie, jetzt aber mal ehrlich, wo soll sich so ein schöner Mann denn bitte noch steilen? Magst du etwa seinen Klamottengeschmack nicht? Alles so tot, so lieblos und ich weiß nicht, was es ist. Marcel beweist dann aber nochmal, dass er sich natürlich auch tolle Kleidung anziehen kann. Ich bin mir sicher, jetzt gewinnt er die nächste Staffel Germany's Next Topmodel. Aber hallo du, da muss ich dich ja doch schon loben. Ich habe mich richtig cool gefühlt. Und außerdem überlegt er sich dann auch schon mal, wie er Doreen überraschen möchte, wenn die wieder da ist. Ich weiß auch, was kommen will. Doreen wird in der Zwischenzeit übrigens zu ihrer nächsten Challenge herausgefordert, nämlich Extreme Bergsteiging. Das ist deine Herausforderung. Den kaxeln wir jetzt hoch. Alles klar, allerdings ist Kaxeln gar nicht so einfach. Doreen stürzt jedenfalls häufiger als ein Dreijähriger, der betrunken von der Bar nach Hause kommt. Kannst du vergessen? Komm! Weg, ey. Hoch! Los, Doreen, ich bin mir sicher, du schaffst es. Oder du löst ein Erdbeben aus, aber ist ja beides cool. Ja, super, komm! Am Ende, und das fand ich wirklich cool, schafft es Doreen dann aber doch noch da hochzukommen. Und das gibt dir dann auch ein kleines bisschen Selbstvertrauen. Dann hab ich mir auch gedacht, juhu, jetzt hast du mal was geschafft. Also. Maggie widmet sich währenddessen dann ihrer nächsten Tauschaufgabe. Sie soll nämlich mal herausfinden, ob Marcel seiner Frau eigentlich wirklich fremd geht. Und deswegen verwandelt sie sich auch sofort in Maggie Marple, die schlechteste Detektivin aller Zeiten. Und nach dieser wunderbaren Beobachtung sichert sie dann auch noch alle Fakten auf einem Videorekorder, den sie ein bisschen so festhält wie ein Höhlenmensch einen Rekorder aus Star Trek. Männlich, hätte ich nicht mitgerechnet. Scheint wahrscheinlich ein Kollege von ihm zu sein. Ja, den kenne ich. Dann sieht es ja tatsächlich so aus, als würde Marcel jetzt im Moment nicht mehr fremdgehen. Und irgendwie wird die ganze Folge jetzt plötzlich ein bisschen positiver. Denn Doreen wird in der anderen Familie jetzt plötzlich in den Country Club eingeladen. Und das weiß Doreen dann auch wirklich sehr zu schätzen und reagiert darauf auch ziemlich positiv. Ist das hier eigentlich immer noch Frauentausch? Die nehmen alle liebevoll aus, egal wie die aussehen, egal ob dünn, dick oder... Und dann ganz unironisch beweist Doreen auch nochmal, dass sie mit Tanzen tatsächlich ein kleines Talent in sich entdeckt hat. Und wenn das hier gleich so positiv weitergeht, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich mir sicherheitshalber doch nochmal eine Kotztüte hinlege. Und auch Willi beweist dann nochmal, was für ein empathisch und positiver Mensch er ist, indem er Doreen nochmal deutlich macht, dass alles, was sie bisher in ihrem Leben gemacht hat, scheiße war. Ändere dein Leben, Mädel. Ändere dein Leben. Dann ist es aber endlich soweit und die Regeländerungen stehen an. Doreen hat da insbesondere eine Sache im Kopf. Ich habe mir überlegt, dass ich mal koche, was ich zu Hause immer esse. Und dann schlägt Doreen Schnitzel vor und die Familie ist auch schon ganz begeistert, fürchtet allerdings gleichzeitig auch mir Leben. Ich hoffe, dass die Kinder es auch überleben werden. Auch Maggie fordert von Marcel währenddessen eine Regeländerung. Und zwar soll er jetzt seiner Tochter endlich mal wirklich abends was vorlesen. Und deswegen soll er es auch gleich ein bisschen mit der Tauschmutter üben. Klappt jetzt aber nur so mittel. Am Brunnen stand ein großer Hund. Trink Wasser dort mit seinem Mund. Ein bisschen mit Betonung. Genau, Marcel, versuch doch den Text mal ein bisschen mit Liebe vorzulesen. Das ist doch hier dieses Gefühl, was du für die Frauen in den Chaträumen immer empfindest. Damit peitsch herzu sich schlich der bitterböse Friedrich. Da, 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 da. 17 weitere Versuche weiter gelingt es Marcel dann allerdings, sich langsam richtig in einen Rausch zu lesen. Und Maggie schläft vor Freude sogar ein. Mund. Ach so. Doreen fängt währenddessen mit ihrem wundervollen Drei-Gänge-Menü an und ballert deswegen gleich mal ein paar Pommes in den Ofen. Perfekt, denn wenn ein paar Pommes daneben gefallen sind, dann kann Doreen gleich mal ihre Spezialität zeigen. Pommes vom Boden, besonders lecker. Allerdings, das muss man natürlich sagen, gehört dazu auch noch ein Gang Nummer 2, Spiegelei mit Schale. Und bevor Gang 3 kommt, ist sie dann auch schon mal so weit und richtet das Essen ein bisschen an. Denn jeder weiß ja, das Auge ist mit und braucht in diesem Falle vielleicht sogar eine eigene kleine Kotztüte. Das kommt ganz gut an, weil es ja halt so schön dekoriert ist. Okay, dann ist jetzt nur noch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Gang 3? Denn wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es doch Schnitzel geben. Toasties! Weißt du was?
Wenn sowas bei uns passiert? Nee, keine Ahnung, was passiert denn mit euch üblicherweise mit dem dritten Gang? Ich bin sehr gespannt drauf. Die Mülltonne haben wir hier, ja? Ja, und ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum der Sohn der Familie jetzt so aggressiv auf Toasty reagiert. Aber danach wird er dann sogar noch richtig eklig in Doreens Richtung. Fress alleine, auf Wiedersehen, verpiss dich. Toll und so überhaupt nicht oberflächlich. Schön, dass er dann auch einfach immer und immer weitermacht. Doreen, ess weiter sowas, dann gehst du noch weiter in die Breite. Mach's weg. Davon ist Doreen, und das kann ich tatsächlich in dem Falle ganz gut verstehen, dann auch ziemlich getroffen. Und den Satz, den sie gleich sagt, den sollte man sich auf jeden Fall mal merken. Beleidigen lassen muss ich mich hier nicht, echt. Aber hier, Sohn von Maggie, Marco oder wie du heißt, was ist denn jetzt eigentlich auch dein Problem gewesen? Du warst ja härter getriggert als ich bei der letzten Bundestagswahl. Sie hat gesagt, es gibt Schnitzel, das sind keine Schnitzel. Sie hat uns angelogen, es sind keine Schnitzel. Und dann ist der Frauentausch auch schon wieder vorbei. Und gerade Doreen wird wirklich sehr, sehr emotional von Willi und Co. verabschiedet. Den Spruch hier merke ich mir mal, aber ich glaube, verwenden würde ich ihn nie freiwillig. Schön, Doreen, du bist dumm gekommen und fährst dumm nach Haus. Bevor die Folge allerdings vorbei ist, gibt es natürlich noch das wundervolle finale Aufeinandertreffen. Und sagen wir mal, Maggie ist darauf schon ziemlich gut vorbereitet. Der Kloß hängt hier, der muss raus, sonst fühle ich mich erdrückt. Und Maggie hat da nicht nur einen Kloß im Hals, sondern ihr Hals ist auch generell so groß. Und sie ballert Doreen mal alles an den Kopf, was sie so gestört hat. Hast du die Unverschämtheit und tust auf die Haustürenschild, hier wird täglich geputzt. Doreen bleibt dann allerdings dabei zu sagen, dass es bei ihr doch absolut top sauber ist und man könnte sogar vom Boden essen, man würde nur halt dran sterben. Ich glaube manchmal meine eigenen Ausreden. Ich weiß auch manchmal, dass ich viel Müll laber. Maggie macht währenddessen übrigens noch weiter, hat aber immerhin auch sowas wie einen konstruktiven Hinweis. Gerade den zweiten Teil des Satzes kann ich auch nur unterschreiben. Eine professionelle Hilfe. Denkt an das Kind. So, das, was mir auf dem Herzen lag, das habe ich dir gesagt. Das muss Doreen jetzt natürlich erst einmal auf sich wirken lassen, kommt dann aber zurück zu Marcel. Und ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die sich irgendwie streiten oder so. Stattdessen ist aber das Gegenteil passiert. Nein. Okay, und wir erinnern uns ja nochmal an den Anfang der Folge, wo Marcel ja schon angekündigt hat, dass er sich vielleicht von Doreen trennen möchte. Und was ist genau deswegen natürlich passiert? Richtig, der unpassendste Heiratsantrag aller Zeiten. Willst du meine Frau werden? Ja. Natürlich. Okay, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser wundervollen Folge Frauentausch hier. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da und insbesondere einen Daumen nach oben, damit wir bald wieder mehr von diesem wundervollen Format sehen. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun willst, kannst du sehr, sehr gerne auch Kanalmitglied werden. Das ist heute wieder der erste Link in der Videobeschreibung. Aber das musst du natürlich streng genommen sowieso wieder alles tun, denn sonst isst du jetzt Pommes vom Boden in Doreens Wohnung.